Wir nehmen keinen Strom. So sehr vergessen in Deutschland. Ich habe hier noch so alte USA-Videos gefunden. Und das Problem ist, die sind alle mit Musik hinterlegt. Und ich versuche jetzt, und halt fertig, ich habe die einzelnen Videos nicht mehr. Jetzt versuche ich gerade neue Musik, die man halt nutzen kann, dahinter zu legen, damit ich die dann hochladen kann. Ist echt schwer, weil die Clips halt immer zu kurz sind. Hello, ich werde jetzt meinen ersten Koffer packen. Weil ich komme zurück und habe nur einen Tag Zeit und dann kommt schon Papa und dann will ich nicht so viel packen müssen. Also fange ich schon mal an zu packen. Ich habe vor kurzem das erste Mal beim Einkaufen eine Tüte genutzt. Das kommt mir jetzt sehr zugute. Hier kommt einfach alles rein. Ich habe auch voll viel Salz. Aber ich habe genauso viel Salz auch in Heide. Mein Zitronendünger. Lena doch noch ein Buch, einen Brief, den ich aufmache, wenn ich wieder fahre. Nice. So, weiter geht's mit einem anderen Winkel. That's it. Wow. Sieht wirklich schlimm aus. Guten Morgen. Ich wollte heute das erste Meeting von zu Hause aus machen, aber wir haben keinen Strom, also auch kein Internet. Super. Also gehe ich jetzt direkt ins Office. Lynn und ich buchen jetzt unsere erste Unterkunft. Ich wollte gerade in diesem Office die Treppe nutzen, aber irgendwie komme ich hier nicht mehr raus. Ich glaube, das ist nur ein Notausgang. Yummy! Hallo! Ich muss ganz dringend die Videos von meinem Handy runterholen, weil ich habe gar keinen Speicherplatz mehr. Aber ich bin hier die ganze Zeit am Arbeiten, gucke dabei Türkische Anfänger, beste Serie. Ich habe so Bock auf Schokolade, aber ich habe keine Schokolade. Und eigentlich muss ich noch schlafen, weil es ist 10. Aber ich brauche jetzt einen Tassenkuchen. Und mein Handy auf keine Benachrichtigungen mehr bekommen. Halt Internet ausgemacht, habe ich schon. Also, yes. Wow, guckt mal wie bubble. Guckt mal wie fluffig der Kuchen geworden ist. Das ist hier richtig die wackelige Lösung und verbiegt sich dauernd mit dem USB-Stick. Deshalb kaufe ich mir so ein Kabel jetzt. Denn es ist schon ein paar Mal abgegangen und ich bin mir nicht sicher, ob die Videos noch da sind. Da stand nämlich eben, alles ist beschädigt. Bitte. Das wäre so dumm. Ich habe schon 3 Vlogs fertig. 4. Es sieht gut aus. Wir sind bei Vlog 38. Yes. JC hat Essen bestellt und zwar die schärfste Stufe. Und ich werde es jetzt probieren. I'm afraid. As nothing. It's okay. You can try more. It's spicy. I think it's okay. It's okay when you only eat rice. Mm. It's
fine? Mhm. Oh. Cool. What do you say? It's not spicy. Hello, ich hatte heute mein Farewell Breakfast. Aber morgen und übermorgen bin ich auch noch im Büro, also alles gut. Vorhin kam schon einer zu mir und meinte so, sehen wir uns jetzt nie mehr wieder? Und ich so, ich komme morgen. Und sie so, ach so. Und dann meinte ich so, ja, und am 10. will ich ja noch ein Abschiedsessen machen. Und sie so, ach so, na dann, ciao. Sie kommt aus Russland und in Russland sagen sie auch ciao, Kakao. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt nach Hause. Muss nämlich mal ein anderes Video uploaden, weil ich habe gestern eine Umfrage gemacht, welches ich hochladen soll. Und es stand zu 75% für das San Francisco Video. Also habe ich das hochgeladen. Und jetzt steht es aber zu 51% für das andere. Also muss ich das andere hochladen. Und ich habe mein Essen zu Hause vergessen, deshalb gehe ich nach Hause. Und arbeite von da weiter. Und nachher kommt Lena. Ich freue mich schon richtig. Die kommt um 18 Uhr am Flughafen an. Also denke ich mal, ist sie so 19 Uhr, 19.30 Uhr sowas beim Plaza Catalunya. Dann gehen wir zum Essen und dann die nächsten Tage macht sie erstmal Sightseeing alleine. Und dann am Wochenende zeige ich ihr Barcelona. Und wir wollen auch nochmal zusammen zur Bucht fahren. Und ja, ich habe gestern Vlogs vorproduziert für die nächsten 3 Wochen. Weil ich in Marokko sein werde. Aber es wird trotzdem noch was online gehen. Das ist richtig super. Und ich habe auch schon meine Semesterferien bis Anfang April verplant. Also das wird eine gute Zeit. Und dann fange ich wieder an zu studieren und darauf freue ich mich auch schon voll. Und ich bin sogar das nächste Mal Ende März schon wieder in Barcelona. Ich freue mich richtig darauf. Es wird cool. Guckt mal, wie schön es hier ist. Es ist einfach blauer Himmel. Das werde ich wirklich so sehr vermissen in Deutschland. Guckt, was für ein gutes Spiegelei ich mir gerade gemacht habe. Wow. Aber leider ist das Spiegelei auch alles, was ich an Essen habe. Aber sieht so gut aus. Hab doch noch was gefunden. Mais. Und Nudeln. Also ich würde sagen, das nenne ich mal ein Festmahl. Die Nudeln sind nicht mehr durch, weil ich zu ungeduldig war. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Hello. Ich hatte gerade meine letzten. Warte mal. Ich höre mal Musik, das ist komisch. Ich hatte gerade meine letzte Pole-Dance-Stunde. Und das war voll traurig. Meine Pole. Also, generell ist hammer cool, aber am Ende meine Pole-Dance-Lehrerin so. Du musst wiederkommen, du darfst mich nicht vergessen. Und ich so, ja, ich komme auf jeden Fall irgendwann wieder. Und ich vergesse dich auch nicht. Und es war sehr cool. Auch irgendwie richtig anstrengend. Ich weiß nicht, irgendwie war ich heute schwach. Vielleicht, weil ich ein bisschen erkältet bin. Jetzt gehe ich einkaufen. Ich habe Pastel in Nata gekauft. Sie sind alle immer durcheinander, damit Lena sie probieren kann.